Der Sebastian hat ja einen riesen Topf Harzer Dicke angesetzt. Das ist schon ein bisschen eine Beleidigung für Menschen wie mich. Eigentlich nicht, eher für die Bockwurst, aber die schmeckt so gut. Ja, was ist das Besondere an der Harzer Dicke? Da ist Majoran drin. Das ist eine Bockwurst mit Majoran. Aus Aschersleben? Aus Ballenstedt in der Nähe von Quedlinburg, ja. Also liegt zwischen Aschersleben und Quedlinburg, ja. Nein, ich meinte der Majoran in Aschersleben. Der Majoran ist aus Aschersleben. Deswegen Harzer Anbaugebiet Aschersleben, deshalb machen wir das so nach der Rezeptur. Darf man mal ein Stück kosten? Hast du ein Häppchen da? Weil wenn sie hier schon so beworben wird, dann... Seit wann gibt es die Harzer Dicke? Die gibt es seit circa, nicht nur circa, sondern 2011. Okay, also hat sie ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Buckel oder auf dem Bauch, wenn man es auf die Dicke bezieht. So, aber ihr habt nicht nur die Harzer Dicke, sondern ihr habt noch ein paar andere Spezialitäten hier mit zur Grünen Woche gebracht. Zum Beispiel da drüben, das ist Grünkohl mit Knacker, also Harzer Grünkohl mit Harzer Knacker. Und dann haben wir unsere ganze Rohwurst hier, Knackwurst, Bratwurstringe, Schlagwurst. Und dann da drüben, das sind die Harzer Riesen, die gebraten werden, also eine Rostbratwurst, auch mit Majoran, mit dem gleichen Majoran aus Aschersleben. Okay, so, jetzt bin ich ja gespannt, wie Wurst mit Majoran. Ich und einmal für den Kameramann. Och, der kriegt ja, der ist dick genug. Ja. Nein, nein, der hat, da freust du dich da? Ja, schön. Schmeckt, oder? Hat wirklich durch den Majoran nochmal eine... Das ist eine eigene Note, nicht so wie jede andere Bockwurst, sondern halt speziell Harzer Rezeptur, deswegen Harzer Dicke. Wenn ich jetzt so eine Harzer Dicke haben möchte, wo kriege ich die denn her? Die kriegen sie bei Edeka, die kriegen sie fast in jedem LEH. Also natürlich umso weiter weg von Quedlinburg, umso ausgedünnter wird es. Ich sag's mal, in den neuen Bundesländern kriegen sie fast überall Edeka, Rewe etc. pp. Und LEH steht für Lebensmitteleinzelhandel, genau. Für diejenigen, die jetzt gerade googeln wollten. Gut, dann danke ich dir. Danken wir auch. Bis bald. Ciao. Viel Spaß auf der Grünen Woche noch. Dankeschön.